Facebook-Fanpages analysiert. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin moderierende Magie und Sie schauen websitemarketing.ch. Ich habe angefangen, Fanpages auf Facebook zu analysieren. Vier habe ich schon gemacht in den letzten Videos. Heute geht es um Converse All-Star, Converse und Skittles. Nach was für Kriterien ich diese Seite bewertet habe und auch in Zukunft neue weitere Seiten bewerten werde, schauen wir uns gleich anfangs an. Gibt es ein Vanity-URL, also einen schönen URL, gibt es ein Profilbild mit Logo drin, dann ein Video, ein Fotostrip, ganz entscheidend, Info-Tab ist dieser ausgefüllt, eine Welcome-Fanpage, dann Standard-Tabs sind die ausgefüllt worden, Foto, Video und Events, irgendein Call-to-Action, ein Wettbewerb, sodass es auch ein schönes Fan-Boosting gibt, individuelles Landing-Tab, wurde das eingerichtet, Empfehlungen, heißt empfiehlt die Seite andere Seiten weiter. Dann Status-Updates, sind die kontinuierlich und regelmäßig und schlussendlich die Infobox wurde die ausgefüllt. Schauen wir gleich auf Facebook drauf, wie das diese drei Sites, die notabene zu den 10 meistgelikten Fanpages auf Facebook drauf gehören, wie die das gemacht haben. Ich starte hier mit Converse All-Star. Übrigens Converse und Converse All-Star meiner Meinung nach dasselbe, trotzdem gibt es hier zwei. Sie haben hier einen Converse All-Star, einen guten URL gewählt. Das Profilbild finde ich schlecht. Den Punkt gibt es sicherlich nicht, weil da sehe ich nicht mal, um was für eine Firma es sich handelt. Gibt es eine Welcome-Page? Finde ich hier auch keine. Es gibt hier einen Livestream, aber es ist was anderes. Also eine Welcome-Seite haben die auch nicht. Call to Action fehlt hier auch. Also, dass ich irgendwas liken muss, damit ich mehr sehe. Dann die Infobox, die wurde hier ausgefüllt. Der Link drin fehlt auch. Gibt es Standard-Tabs? Die haben wir erwähnt, Foto, Video, okay, zwei der drei sind drin, den können wir geben. Dann individuelle Landing-Tabs, gibt es hier auch keine. Und die Empfehlung von anderen Seiten, die fehlt hier auch. Also lediglich einen Punkt hier für Converse All-Star. Hat das Converse selber besser gelöst? Vanity-URL ist drin, ist okay. Da kann ich erkennen, dass es sich um die Turnschuhe handelt, All-Star. Okay, können wir geben. Von mir aus, Logo ist im Profilbild drin. Gibt es eine Welcome-Page? Gibt es hier keine. Call to Action fehlt hier auch. Eine Infobox habe ich hier drin, aber auch hier wieder ohne Link, was schlecht ist. Und dann die Standard-Tabs, Fotos und Videos, die habe ich hier drin. Individuelle Landing-Pages gibt es auch keine. Und die Empfehlung von anderen Sites fehlt mir auch hier gänzlich. Schwach gelöst diese beiden, trotzdem enorm viele Fans. Heute also auch. Schauen wir uns zuletzt noch Skittles an. Da haben wir, die Vanity-URL ist gut. Wir haben hier ein schönes Profilbild, hier was noch mit Fans drin gelöst. Wie gesagt, das kann sich auch immer wieder mal ändern. Es gibt eine Welcome-Page. Der Call to Action ist hier gegeben. Passt also auch, das ist gut gemacht. Die Infobox hier unten, die ist schwach gelöst. Da geht es ohne Link überhaupt nirgends hin. Dann haben wir individuelle Sites. Das ist hier eine individuelle Seite, die könnte ich so geben und empfehlen die andere. Ja, die empfehlen zwei individuelle Menschen hier. Das ist okay, nicht übermäßig viel, aber immerhin ist das gegeben. Das also die Bewertung bis hierhin. Converse All-Star lediglich 2 Punkte, Converse 3 und Skittles 7. Gehen wir zurück zu den verbleibenden Punkten. Da bin ich hier wieder bei Converse All-Star auf der Fanpage gelandet. Der Fotostrip hier oben, der wurde offenbar nicht von Ihnen ausgebildet, sondern das hat sich automatisch ergeben, das ist schlecht gelöst. Dann gibt es einen Info-Tab mit Inhalt, das schauen wir uns gleich an. Vielleicht noch kurz, wie sind die Beiträge hier aufgebaut? Die kommen von Converse All-Star, Samstag, Freitag, das ist gut, also Regelmäßigkeit drin. Und logischerweise gibt es auf solcher Seite natürlich auch einen Dialog, noch kurz in den Info-Tab reingeklickt, der ist ausgefüllt. Das reicht eigentlich so auch, noch ein Link auf die Seite drauf passt. Dann der Converse selber, Infotab, hier habe ich gleich mal angeklickt. Der ist ausgefüllt, das ist gut. Dann auch hier dieser Fotostrip, der ist schlecht gemacht. Auch hier müsste ich was machen, das mehr auf die Turnschuhe, auf die Schuhe hinweist, als jetzt nur einfach auf irgendwelche Bilder, die die Fans hochladen. Und auch da Regelmäßigkeit, Samstag, Freitag ist gegeben. Der Dialog logischerweise auch bei der Menge von Fans. Und dann noch zuletzt auf Skittles, da schaue ich kurz mal rein. Die schreiben hier selber vor 23 Stunden Samstag, machen hier zum Beispiel auch mal sowas wie eine Umfrage, finde ich extrem interessant und auch wichtig, dass man sowas beinhaltet.
Und haben Sie einen Infotab, der schön ausgefüllt ist, sehen wir auch gleich. Sehe sogar, finde ich perfekt gelöst. Sicher nicht lang genug, aber da ist genug Material drin. Also hier zur Bewertung dann schlussendlich die Totale. Da sehen wir hier die hintersten drei im Vergleich zu den anderen vorher. Also Converse Allstar schneidet extrem schlecht an, Converse auch und Skittles, also wie Coca-Cola. Nun, wie geht das? Klar, wenn natürlich so ein Kultobjekt hergestellt wurde, wie so ein Schuh oder ein Turnschuh, dann ist klar, der hat viele Fans und da geht die Interaktion auch von selbst los. Überrascht mich trotzdem, dass mit so wenig Möglichkeiten auf so einer Fanpage drauf so viel erzielt wurde, haben doch beide heute über 20 Millionen Fans, also funktioniert trotzdem, aber dafür braucht man natürlich einen enorm starken Brand mit sehr vielen Emotionen drin, Sexiness natürlich und im B2C-Bereich ganz klar. Würde mich interessieren, ob ihr die Bewertung hier auch so seht zu den drei Firmen, Fanposts, wie immer hier in den Kommentaren. Würde mich freuen. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IMAG und Sie haben website marketing.co geschaut.